ohne dass wir uns einsetzen, passiert nichts. Und ich finde es unheimlich wichtig, dass jeder irgendwie soziales Engagement zeigt, um so vor Ort auch was bewirken zu können. Ich habe immer schon bei meinem Vater reinschnuppern können, der war auch Vorsitzender des Kirchenvorstandes. Und ja, die Aufgaben dort fand ich immer sehr spannend und wollte dann doch auch mal gucken, wie es ist, selbst im Kirchenvorstand zu sein. Das hat mich dann doch dazu getrieben, mich aufstellen zu lassen. Ich lasse mich dieses Jahr auch wieder zur Wahl aufstellen, weil ich es unheimlich wichtig finde, ja, für die Kirchengemeinde Verantwortung zu übernehmen und mich auch einzubringen, damit das Gemeindeleben weiter stattfinden kann. Das Ehrenamt ist unheimlich wichtig geworden und wird auch immer wichtiger werden. Und ja, ohne, wie gesagt, die Gremien, Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat, aber auch die ganzen anderen ehrenamtlichen Helfer, wenn das alles nicht mehr da ist, dann ja, ist kein Leben mehr in der Gemeinde. Der Kirchenvorstand steht für die Verwaltung der ganzen Kirchengemeinde. Gerade wirklich die Gelder, die verwaltet werden müssen und bei Baumaßnahmen oder auch anderen Personalangelegenheiten, dass das alles ja, wie ein wirtschaftliches Unternehmen geführt wird. Ein Großteil der Aufgabe des Kirchenvorstands sind einfach mit Zahlen zu jonglieren. Aber es ist nicht nur die Arbeit. Also auch auf dem Friedhof, wir treffen uns und machen mal Aktionen, wo wir den sauber machen. Auch andere Treffen, die einfach nichts mit dem Kirchenvorstand zu tun haben oder weniger, vor Ort uns was angucken, das ist auch da. Es ist nicht nur stupide Büroarbeit. Wir bringen uns natürlich auch ein, wenn ein Pfarrfest stattfindet, aber auch wenn die Caritas bei uns was macht oder andere Projekte anstehen, wie bei der Firmenvorbereitung. Da sind wir immer dabei, auch jetzt gerade in Zeiten der Pandemie, die Ordnungshelfer, die wir haben, die einen, ja, sonst könnten die Gottesdienste ja gar nicht stattfinden, die helfen, da helfen wir auch vom Kirchenvorstand aus, dass das Gemeindeleben einfach stattfinden kann und es nicht zum Stillstand kommt. Ich fotografiere sehr gerne, da ich auch gerne in der Natur bin und es ist unheimlich schöne Bilder gibt. Und gerade diese kleinen Details rauszufiltern, ja, dass man das erstmal wirklich wahrnimmt, was noch alles überall zu sehen ist, das ist spannend. Ja. Mein Glaube ist unheimlich wichtig. Ja, er gibt mir Kraft und unterstützt mich auch in Sachen, wo ich vielleicht zweifle. Und da ist es auch immer schön, einen Ort zu finden, um zur Ruhe zu kommen und über Sachen nachzudenken. Die Kirche gehört für mich zur Heimat dazu. Das ist einfach ein Punkt, was in meinem Leben immer da war oder die Kirche hörte immer dazu. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, ohne Kirche in mein Leben weiterzuführen.